Ja, da heiße ich euch erstmal wieder ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LS15. Heute einfach mal nur eine kleine Ergänzung zu dem Cheat-Video. In Anführungsstrichen Cheat-Video, sage ich jetzt einfach mal. Da ich da immer sehr, sehr viele Kommentare noch bekomme, obwohl es eigentlich schon sehr alt ist, wo ich gesagt habe, LS15, schnelles Geld machen. Da bekomme ich immer wieder Kommentare, wo bekomme ich den Mod her und so weiter und so fort. Ja, einfach mal lesen, denn Lesen bildet. Mach jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber es ist so, es steht lang und schmutzig in den Kommentaren. Überall habe ich schon reingeschrieben. Ich habe Videos dazu gemacht, wo man ihn bekommt, wie man ihn zusammenbaut und, und. Also von daher werde ich auf solche Kommentare da auch nicht mehr antworten. So, ich bereite jetzt hier, wie gesagt, noch eine Kleinigkeit vor, denn ich brauche hier einfach nur ein bisschen Gras drin, mehr nicht. Und zwar kann man jetzt hier vielleicht schon sehen, stehen hier die Original LS15 Maschinen und hier stehen Mods. So, stelle ich den guten hier einfach mal zur Seite. Und wir gehen einfach mal hier rüber. Und zwar habe ich jetzt hier eine Karte, ein Feld, hier ist Feld 2. Da läuft im Moment wegen der Vorbereitung noch ein Helfer. Ihr seht, das ist ein relativ kleines Feld. Also hier sind einige dabei, wie die 30, die 23, die 19, die 14, die sind alle extremst größer, teilweise 3- bis 4-mal so groß oder mehr. Ja, und dann kommen wir an mit so einem Hobel hier. Ja, falsch, da wollten wir rein. Ja, das sind Standard LS15 Maschinen. Ich habe jetzt absichtlich mal die, in Anführungsstrichen, die kleinste genommen, die vorhanden ist. So, hier haben wir eine sehr geringe Arbeitsbreite. Das heißt, ich habe hier ein Feld. Und ich fange einfach mal hier an. Ich setze hier einfach mal den Helfer drauf an. Dann kann der die Kiste einmal schon mal vollfahren. Ist jetzt einfach Weizen. Der erntet jetzt hier den Weizen. Schmeißt das Stroh einfach hinten runter. Und gut ist. So. Die Maschine. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob er den Weg rauf und wieder zurück schafft, ohne dass er voll ist. So, als nächstes wäre hier der kleinste Trecker, Prestige, Hülimann, gibt es hier noch relativ günstig für 37.000. Man hat ja anfänglich nicht so viel Geld. Nicht? Das heißt, ich muss hier erstmal 37.000 opfern, um das Ding zu kaufen, und habe dann glatte 90 PS und habe halt meinen Trecker. So, dazu ein Anhänger und los kann das hier rein theoretisch gehen. Das Ding ist jetzt auch nicht das schnellste. Also wir fahren jetzt hier einfach mal mit Vollgas mal dem Drescher hinterher. Na, das ist eigentlich eher albern. Ihr seht oben rechts vielleicht, nee, seht ihr nicht, weil ich sehe gerade, das nehme ich gar nicht hier mit auf, aber ist nicht so tragisch. Ich habe mir einfach auch mal Geld gecheatet. Das heißt, ich habe den Spielstand einfach bearbeitet und habe mir das Geld einfach zusammengecheatet, um einfach die Sachen jetzt erstmal hier kaufen zu können. So, wenn ich jetzt hier reingehe in die Lagerbestände, ich kann mir das hier alles ercheaten. Das ist kein Problem. Ich habe hier 5 Millionen Weizen, 5 Millionen Gerste und. Alles ist überhaupt gar kein Problem. Nur frage ich mich jetzt in dem Augenblick, wenn ich mir das Ganze ercheate, muss ich das Spiel jetzt noch spielen oder nicht? Weil ich habe keinen Reiz mehr. Ich habe das Geld, sprich, ich brauche keins weiter.
Das heißt, ich muss nichts verkaufen. So, die Felder können mir eigentlich auch relativ schnuppe sein, weil ich habe die Lager eh voll. So, verkaufen brauche ich sowieso nicht, weil ich habe die Hütte voller Kohle. So, dann entschiede ich mir vielleicht noch die Felder, das heißt, ich brauche die Felder nicht mal zu kaufen, das heißt, ich habe keinerlei Ausgaben. Ist meines Erachtens nach der Spielspaß, der Spielsinn erstmal gänzlich verloren. So, weiter soll es hier gehen. Ich habe hier ein Feld, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß es ist. Dieses Feld 30 zum Beispiel hat 100 und irgendwas Hektar. Ja, das hier hat vielleicht hat 20, ich weiß es nicht genau. Aber im Endeffekt ist es ja auch nicht so tragisch. So, ich glaube, der Drescher ist schon stehen geblieben, denke ich mal. Nee, noch nicht. Schauen gleich mal, wie viel da drin ist. Dann weiß ich ja ungefähr, wann er stehen bleibt. Also wir fahren jetzt erstmal dran vorbei mit einem Wahnsinnstempo von 42 km/h. Lassen wir mal kurz schlunzen. So 52%. Gut, er könnte es bis zur Hälfte zurückschaffen. Das heißt, wir werden einfach uns mal hier vorne hinstellen. Ja, ich fahre jetzt hier einfach mal durch. So, wir werden uns mal ungefähr hier postieren. Ne, ein bisschen weiter müssen wir noch. Ich vermute mal, dass er es bis hierhin ungefähr schaffen wird. Ist die Vermutung. So, wenn ich jetzt das Feld insoweit geerntet habe, habe ich ja hier diesen wahnsinnsgroßen Anhänger, der fast 8500. Sprich, wenn ich hier den Drescher ernte, der hat eine Kapazität von 4200. Das heißt, ich kann ihn zweimal voll machen und muss dann im Prinzip schon wieder ausleeren, weil es lohnt sich nicht noch zu warten. Das heißt, ich juckel mit diesem kleinen Trecker. Ich habe jetzt auch noch kein Gewicht vorne dran, weil normal müsste da rein theoretisch auch noch ein Gewicht vorne dran. Weil sonst fährt er irgendwo hin. Das hatte ich eben bei der Saatmaschine gehabt, da kommen wir ja gleich noch zu. Da ist das gleiche Problem gewesen. Die habe ich nicht mal mehr hochgehoben bekommen, weil es einfach viel zu schwer war, das Ding. So, wenn der jetzt da soweit ist, das warten wir jetzt einfach mal ab. Dann geht das mal weiter hier. Mal schauen. Ja, die Saatmaschine da hinten ist auch bald fertig. Sehr, sowieso egal. Es ist jetzt hier nur die Map zum Testen. Ich habe sämtliche Maschinen, die vorhanden sind, auf der Original-Map hier, so wie sie ist. So Canadian irgendwas hier. Wie heißt sie denn? Canadian Parisis oder sowas in der Richtung Ultimate. Ist eine relativ große Map und eigentlich mehr Multiplayer tauglich. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal, bis der kommt und dann geht's weiter. Ja, so, da ist er. Habe ich auch Zeit gehabt, mir noch ein Käffchen zu holen. So, das heißt, er hat jetzt hier. Moment. Nein, so wollte ich es nicht. Moment, jetzt habe ich hier ganz kleines Problem. Das wollte ich auch nicht. Ah, ich komme hier nicht wieder raus. Verdammt. Wie war denn das jetzt? Ist der? Ja, der war's, genau. So, wir schmeißen jetzt erstmal hier den Helfer raus, dass der jetzt nicht weiterfährt hier. So, entlassen den Helfer und tanken einfach mal ab. Sip, sip, sip. Gut geschätzt. Also er hat es nicht ganz geschafft bis dahin, wo ich gestanden habe. So, und tanken den hier einmal ab. So, wenn der jetzt soweit abgetankt ist, der relativ schnell geht eigentlich. Also im Verhältnis gesehen.
Dann haben wir, wie gesagt, bei dem kleinen Anhänger hier noch einmal die Möglichkeit, ihn noch einmal abzutanken und dann ist halt Ende. Dann muss ich halt irgendwo hinfahren, wo ich das Zeug wieder loswerde. Und das ist bei dieser Map halt nicht gleich um die Ecke. So, den lasse ich jetzt einfach mal da so sinnlos stehen. Fahre jetzt einfach mal nur zurück. Und dann wechseln wir einfach mal ein Fahrzeug. Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich den in den Fahrzeugen direkt wechseln kann. Also jetzt zum Beispiel von hier aus direkt da in dem Mähdrescher, der da steht, habe ich irgendwie noch nicht rausgekriegt. Gibt es bestimmt einen Trick für. So. Das heißt, wir stellen den jetzt einfach hier hin. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir wechseln jetzt einfach mal in den Mähdrescher aus einem Modpack. Es ist ein New Holland. Hat eine, weiß ich gar nicht, was das ist hier, 25 Meter oder irgend sowas Schnittbreite. Den setzen wir jetzt einfach mal ungefähr, würde ich sagen, hier an. Ja. Ja, das müsste reichen. So, auch hier setze ich kurz den Helfer ein und lasse ihn einfach mal fahren. Halt, stopp, Helfer aus, zurück. Die Stroheinlage soll eingeschaltet sein. So. Okay. Okidoki. So, der kann jetzt auch erstmal losjubeln. Und man sieht hier ja nun schon den extremen Unterschied hier von der Breite her. Na, so. Zu. So. Na. So, wenn ich jetzt das Feld. Er fährt ja jetzt los. Und jetzt müsste ich ihn abtanken. Der Drescher, der wird jetzt, vermute ich, also es ist jetzt noch nicht komplett, es ist zwar komplett gesät, aber noch nicht reif, haben wir jetzt aber wieder auch nur zu Testzwecken ist. Und der macht also dicke hier ein Dreiviertel des Feldes, bevor der voll ist. Denn in den gehen 100.000 rein. So, dann nehme ich mir einen LKW mit dem passenden Anhänger hier. In diesen Anhänger, gut, das ist jetzt hier das absolute Mega-Extrems zu den normalen, finde ich persönlich, denn in diesen Anhänger gehen 1 Million rein. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, gebe ich offen zu. Aber, naja, ich kann halt 10-mal den Drescher abtanken, weil 100.000 gehen in den Drescher rein und nicht 3.000 und ein bisschen. Nicht? Somit spare ich mir da erstmal einen Haufen Fahrerei, weil ich kann 10-mal den Drescher abtanken, bis das Ding voll ist und muss dann erst los zu einer Verkaufsstelle, Lager, wie auch immer, und das Ding einmal ausleeren. So, das ist ja soweit erstmal dazu. Den stellen wir jetzt aber erstmal zur Seite, weil den werden wir die nächste Zeit definitiv noch nicht brauchen. So, jetzt haben wir das Stroh da nun liegen. Jetzt kann ich es untergrubbern, ist kein Problem. Aber ich möchte das Stroh ja sammeln. Das heißt, ich fahre mit dem Sammelwagen, mit dem Originalsammelwagen los, was auch wieder eine Ewigkeit dauert. So, hier, deswegen habe ich hier mal einfach nur so ein Stück Gras gemäht, habe ich einen Sammelwagen. Den kann ich aufklappen da unten. Fahren hier beiden Seiten so Arme raus. Ne? Die kann ich ganz normal senken. Und auch in diesen gehen 1 Million rein. Ist wie gesagt ein bisschen übertrieben. Er ist dabei noch relativ zügig und ich brauche im Prinzip bloß zu fahren. So, fahre meine Bahnen ab, was ich sag mal bei dem anderen eine Ewigkeit dauern würde, bis ich die Bahn abgefahren habe. Habe hier auch einen Trecker, einen Taurus,
Das ist, glaube ich, ist das John Deere? Ich glaube John Deere oder sowas. Ne, Deutz. Entschuldigung. Der hat auch ein bisschen Power und ist auch, ja, gibt es eine Farbwahl. Wie auch immer. Seid auch aus dem Modpack. Und ja, bis ich den voll habe, dauert also auch eine gewisse Zeit. Und bin bei den großen Feldern halt, ja, nicht ständig auf der Suche nach irgendwelchen Entladestationen, muss durch die Gegend juckeln, weil bis ich mit den kleinen Treckern wieder da bin, ist der Drescher voll. Und ja, dementsprechend bin ich da mit den kleinen Dingern Ewigkeiten unterwegs. So, dann gibt es noch eine andere Alternative, das fand ich ein bisschen kurios, muss ich sagen. Ist von Case und ja, es sieht eigentlich schon ein bisschen eigenartig aus. Aber fast, in Anführungsstrichen, nur 250.000 und verhält sich relativ witzig, weil, klappe ich aus, habe ich hier relativ gute Breite. Senke das Ganze, schalte es ein und kann somit alles einsammeln, was in diesen Bereichen liegt. Na? So, jetzt sollen wir mal ganz kurz mal rüberlaufen zu dem Drescher. Denn der hat jetzt eine Bahn hin sowie zurück gemacht. Steigt da mal ein. Ach, wieso ist das jetzt schon wieder aus? Naja, ist egal. So, und hat jetzt gerade 20% und hat 20.000 hier geladen. So. Also das ist denn schon ein extrem kleiner Unterschied, würde ich sagen. Man muss hier noch ein bisschen aufpassen, sonst fährt man nämlich alles zu Bruch. So. Jetzt schubse ich die 20.000 da einfach mal rein. Dann wollen wir mal gucken, dass man das mal so sieht. Verhältnis gesehen. Hier dauert natürlich logischerweise die Entladezeit extrem lange. Und das dauert halt, bis er voll ist. Gut, weiter geht's. So, hier habe ich jetzt nochmal zwei mit einem 1000 Kilo Gewicht dran, auf einem 90 PS Trecker. Ist jetzt sehr sinnfrei eigentlich, aber auch gut. Habe meine Saatmaschine hinten dran. Habe die auch aufgefüllt, ausnahmsweise. Und somit kann ich jetzt hier ja eigentlich hingehen und sagen, ich senke die, schalte sie ein und fahre los. Und was passiert? Ich fahre mit 4 km/h über die Dings und er macht erstmal pauschal gar nichts. Was ja auch eigentlich korrekt ist. Weil das Feld ist wenig gegrubbert. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Ich habe das Feld geerntet. Ich habe alles eingesammelt, ich habe alles abgefahren, ich muss das Feld grubbern. Da habe ich jetzt aber schon die erste Woche ungefähr verbraucht, um so weit zu kommen mit diesen kleinen Maschinen. Ja, das heißt, ich müsste es jetzt rein theoretisch, müsste ich es pflügen. Dann müsste ich es grubbern. Das heißt, ich grubber das jetzt wie immer so ein Stückchen hier. So, grubber das jetzt hier mit glatten 12 km/h. Mit diesem kleinen Trecker macht der Grubber mit mir, was er will. So, und bin hier halt auch eine halbe Ewigkeit unterwegs. Ich breche das jetzt hier einfach mal ab. Nehme mal den Grubber aus dem Boden raus. Und stelle den einmal mal wieder zur Seite. So, dort zur Seite mit dem Ding. Das dauert auch Ewigkeiten, bis er stehen bleibt. So, da habe ich den nächsten halben Tag mit verschwendet und muss jetzt beigehen. So, die Sämaschine macht nämlich auch schon, weil sie viel zu schwer ist, eigentlich was sie will. So, und fange an hier zu sehen. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 6 km/h und muss immer zusehen, dass das Ding einigermaßen irgendwie in der Spur bleibt. Weil man kann es vielleicht sehen.
dass dieses Ding hinfährt, wo es möchte. Na, also es bleibt nicht hier, man sieht es hier, es bleibt nicht in der Spur. Na, der fährt einfach so, wie er möchte. Ich mache jetzt nichts, ich fahre nur geradeaus. Na, so, das heißt, man müsste da ständig bei und müsste da die Fahrtrichtung korrigieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Helfer von alleine macht, aber der Helfer kostet im Zweifelsfall auch wieder Geld. So, das heißt, ich habe hier jetzt, bis ich dieses Feld wieder neu bestellt habe, bei der Größe, grob geschätzt, eine Woche gebraucht. Ja, wenn ich jetzt nicht jeden Tag kontinuierlich dabei bin. So, dann haben wir hier das, falsche Kiste, den wollte ich haben. Ja, es ist ein bisschen unrealistisch, gebe ich zu. Man kann gar nicht so weit weggehen, um das ganze Ding zu sehen. Das ist ein 50 Meter Grupper. Na? Ohne Kollision. Das heißt, ich kann den jetzt hier runterklappen. So. Das ist meine Arbeitsbeute. Und kann hier durchfahren. Das finde ich persönlich jetzt... Na gut, jetzt hier auf der Ecke nicht, weil da ist unten... Ist halt ein normaler Grubber drunter, sagen wir es mal so. Denn der hat zwei Varianten. Einmal diese Spielzeugvariante, wie wir es hier eben gehabt haben. Wir machen jetzt aber erstmal was anderes. Fällt mir gerade so ein. Und zwar fahren wir einfach mal ein Stück zurück und sammeln mal kurz eben das Stroh noch ein. In dem habe ich jetzt ja schon das Gras drin. Und jetzt packen wir uns hier einfach mal Stroh rein. Bei dem ist es so, der hat Kollision, das heißt, wenn ich jetzt hier zu dicht ranfahre, bleibe ich dran hängen. Na, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, finde ich persönlich besser. Hat sich der Modder ein bisschen was bei gedacht. So, ich aktiviere den Vogel und habe hier eine Arbeitsbreite. Ja, da kann ich mal eben 2 bis 3 Spuren mal so mitnehmen. Na? Hier gehen rein, ich glaube, wenn ich jetzt nicht irre, 250.000, sprich, man kann da ein bisschen was einsammeln und kann es dann wegbringen. So, das lassen wir jetzt mal so, so wie es ist. So, schalten das Ding aus, machen ihn einfach hoch und dann klappen wir das ganze Ding über 5 wieder zusammen. Wenn man jetzt irgendwo ranfahren will zum Rauslassen, muss man ihn so ein bisschen hoch machen hier. Der ist, ja, man kann den so, wie man möchte, einstellen. Weil sonst gibt es, wie gesagt, diese Kollision. So, stellen das Ding auch mal zur Seite. Jetzt haben wir das alles eingesammelt. Ist ja noch mal relativ zügig alles geht. So, nehmen unseren Grubber. Müssen wir hier schon komplett rausscrollen, um die Breite hier einigermaßen drauf zu kriegen. So. Und haben jetzt 2 Optionen. Entweder ich klappe ihn ein, ich senke ihn und grubbe im Prinzip hier so eine kleine Ecke. Oder ich klappe ihn aus und habe hier eine vernünftige Fläche, die ich grubbern kann. No? Also das denke ich mal ist schon nicht das Allerschlechteste. So. Das haben wir dazu. Das heißt, wir klappen den hoch und klappen ihn wieder ein. Ja, ist etwas unrealistisch. Keine Frage. Gibt es aber auch im Mod-Bereich nicht ganz so extrem. Da hier gibt es auch noch einen Flug von. Das Ding sieht genauso lustig aus. Also von daher ist mal die Frage, ob man es wirklich braucht. So, jetzt müssen wir mal kurz, wie machen wir das jetzt? Gucken, ob ich hinfinde. Weil ja, ich habe die ganzen Originalmaschinen hier noch drin. Das ist alles das, was so dabei ist bei der Map hier. Hab die mal auf dem Hof zurückgesetzt. Da standen sie alle übereinander. War jetzt auch nicht so pfiffig. So, da ist er. Klappen wir ihn mal eben noch schnell zusammen. Scrollen mal ein bisschen dichter ran. Und das nicht gleich so sieht. So, das hat zusammengeklappt. Ja.
Der verhält sich hier ein bisschen komisch auf der Aufnahme hier am Trecker, muss ich sagen. Da könnte man eventuell noch mal so ein bisschen was überarbeiten, denn das schwabbelt teilweise ganz schön hier hinterher, wenn man mal so Bodenwellen fährt oder so. Das ist also etwas seltsam. Ist Horsch. Gibt es halt auch im Mod-Bereich noch einige. Der finde ich ja persönlich nur am schönsten eigentlich, weil der lässt sich noch einigermaßen manövrieren so auf den Feldern. So, dann stellen wir uns den hier einfach mal hin. So, gerade vielleicht gesehen, dass das da unten so geklappt ist. So, dann nehmen wir meine Lieblingsmaschine, den Grasshopper, den wir ja nun auch schon im schnellen Geld machen drin hatten. Gehen über Z und fahren hier einfach mal die Zusatzoption aus. Nennt sich hier Service. So, stellen ihn einfach hier mal neben, steigen in den Trecker ein und können jetzt, wenn wir die richtige Stelle finden, Saat wählen. Also die richtige Stelle finden, wo den Kleiner ohne Probleme funktioniert. Gucken, wo wir ungefähr hin müssen. Aber wir könnten auf jeden Fall jetzt das Gerät hier auch über den Grasshopper auffüllen. Na, auffüllen, tanken und so weiter und so fort. Das funktioniert alles, da haben wir es. So, das heißt, wir füllen das Gerät jetzt einfach mal hier flugs auf. Es ist ganz normal. Oben geht Geld weg. Das heißt, es wäre das gleiche, als wenn ich jetzt zum Gartencenter fahren würde und da Samen kaufen würde. Also es ist nicht, dass man das jetzt geschenkt kriegt, nur weil es im Grasshopper drin ist. So ist es nicht. So, dann klappen wir den Vogel hier einfach mal auf. Und das mal wieder austauben. So, und hier haben wir doch mal eine Breite, wo man sagen kann, das ist tauglich. Das ist zwar wieder vom Manövrieren hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Aber funktioniert. So, die Saat ist drin. Wir können wählen Weizen, Gerste, Raps, Gras, Kanamais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Reihe, also Roggen ist das, glaube ich. OAT, was auch immer OAT ist, also irgend so ein Krautgelumpe. Grab. Ja, immer Kot. 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 Kotten. Also Baumwolle. Sonnenblume. Hier ist eine andere Art von Weizen, Raps und so weiter. Also wir können eigentlich fast alles sehen, was da ist. Und wir schalten den Helfer ein und wir sehen, wir pflanzen jetzt Kartoffeln mit allem drum und dran. Überhaupt gar kein Problem. Und wir haben den Vorteil, den großen. Ihr seht, da ist noch Saat. Und ist es ungegrubberte Fläche. Ich spare mir das Grubbern. Das heißt, er macht alles für mich sozusagen. Für große Felder also definitiv optimal. So, jetzt hätten wir hier Kartoffeln gesät. Na? So, weiter geht das mal hier. Das Feld kann ich sowieso nachher wegflügen, hätte ich fast gesagt. Weggrubbern. Das einfach jetzt mal nur zu dem Thema Cheaten. Ich habe bestimmt einiges vergessen, aber naja. Ich wollte das jetzt auch noch mal so ein bisschen nebenbei machen, weil ich gerade Langeweile hatte. Ja, hier schalten wir den Service einfach wieder aus. So, bei dem haben wir ja nun diverse Funktionen. Wir haben über T diesen Bügel. Fragt mich bitte nicht, für was der ist. Es läuft hier unter FL heben und senken. Ich weiß es nicht, für was er ist. Dann hätten wir hier Frontgewichte. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst kippt er mir gleich um. Man kann hier Frontgewichte auflegen. Ohne Probleme. Muss rausscrollen hier. So. Da gehen noch welche. Also, ihr seht, und dann würde er umkippen. Das gleiche gibt es fürs Heck.
Sprich, wenn man vorne was dran hat, kann man hinten die Gewichte dran friemeln. Das heißt, man muss sich nicht extra Gewichte kaufen. Wir haben das Mähwerk bei dem normalen Grashopper. Es gibt ja drei verschiedene. Wir haben relativ realistischen Tiefgang, hätte ich fast gesagt, weil er schleift schon ganz schön hier, hätte ich fast. Also der ist jetzt zu 36% gefüllt. Und ja. Also er liegt tiefer wie sonst. Dass das so ist, kann ich euch ganz einfach zeigen. Er verhält sich jetzt hier auch ein bisschen komisch, was die Straßenlager betrifft. Denn er federt durch, beziehungsweise schlägt durch sogar. Und hebt ab. Ja, also das ist naja, ziemlich heavy eigentlich. Sagen wir es so. So. Brems. So, jetzt können wir den ganzen Kram hier in die Silos kippen. Wir können das in die Silos kippen, sage ich. So. Hier ist leider immer wieder die Grasanimation drin. Das ist schade. Aber funktioniert. So, jetzt haben wir den ganzen Kram in das Silo gekippt hier und können einfach wieder los. Und das wird jetzt automatisch zu Silage und somit brauchen wir uns da keinen Kopf drum zu machen. Ja, weiter geht das. Wir haben jetzt da soweit. Bin ich vorbeigefahren. So, hier wurde ja gesagt, ja, dann schiebt er doch das Kram zusammen bei der Kombi. Die Kombi ist halt insoweit sinnvoll, weil ich hiermit alle Bäume, die fällbar sind, auch fällen kann. Denn wenn ich die Original-Forstgeräte verwende, ist es so, dass ich nur Tannen fällen kann. Ich fahre mal jetzt hier aus dem Gebüsch ein bisschen raus. So. Mal so ein bisschen aus dem Gebüsch rausfahren hier. Wir haben hier auch eine recht gute Geschwindigkeit, wie ihr sehen könnt. So. Bremsen hier einfach mal ab und nehmen uns mal hier so eine Pappel vor. Schalten unten die Fräse ein. Wechseln kurz zu der Säge. Senken die einfach runter. Möglichst flach auf die Fräse auflegen. Und fahren einfach dann ja nur an den Baum ran. Er wird automatisch gesägt. Mit ein bisschen Glück ist auch meist der Stumpf gleich mit weg. Und ist es gleich zu Hackschnitzel verarbeitet. So, und da denke ich einfach mal, es ist einfacher, als wenn ich mit einer Säge loslaufe, dann mir diesen Häcksler hole, den Anhänger daneben stelle und. Also das, denke ich mal, ist auf jeden Fall eine wesentlich einfache Alternative. Ja, das einfach jetzt erstmal nur so. Als kleinen Überblick, könnte man eigentlich versuchen, mal einen Screenshot von zu machen. Und ja, was soll ich sagen? Cheatet, arbeitet mit Mods oder verbringt Wochen und Monate auf einem Feld und arbeitet mit den Originalmaschinen vom LS15. Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.